Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil auf dem Knacklappen-Kanal mit Existence. Hallo. Und mir. Das letzte Mal haben wir uns... Ja, wo waren wir denn? Wir sind mit einem neu gefundenen Schlangenschlüssel in Lukas Kinderzimmer vorgedrungen, haben uns da ein bisschen umgeschaut, ein paar Sachen mitgenommen, mussten leider auch ein paar Sachen da lassen, weil wir keinen Platz hatten. Haben ein Video gefunden, womit wir dann direkt zurück zum Wohnwagen gelaufen sind und das wir dann durchgespielt haben, wo wir dann feststellen mussten, dass Lukas anscheinend schon vor der Infektion nicht ganz so knusper im Kopf war. Mhm. Und ja, da waren wir auch mehr oder weniger stehen geblieben. Existence wird jetzt versuchen, nochmal zurückzulaufen, die Schlüsselkarte bzw. irgendwas anderes noch mitzunehmen, das wir da gelassen haben. Genau. Und ja, ich glaube, ins Schlafzimmer der Eltern zu kommen, um da hoffentlich die zweite Schlüsselkarte zu besorgen. Genau, ich hoffe nur, wir erwischen die Eltern nicht bei irgendeinem Techtelmechtel. Das wäre nämlich ziemlich eklig, jetzt wo wir wissen, wie Margaret untenrum aussieht. Na. Und wenn ich mich recht erinnere, ist ja schon etwas her, dass wir das letzte Mal Resident Evil gespielt haben. Irgend so ein kleiner Grashüpfer gräbt sich doch hier, glaube ich, draußen immer aus. Im Garten und im Haus sind auch nochmal zwei Viecher, richtig? Ja. Wir haben 3 Schuss hier mit. Und wir haben 7 Schuss mit der Pistole hier drin gerade. Ne, 2 Schuss haben wir gerade drin. Am Laden. Also wir haben 2 Standardschuss und 7 schwere Schuss. Genau, okay. Das Ratsamste wäre vielleicht, dieses Vieh einfach Vieh sein zu lassen und reinzurennen, ja. Okay, versuche ich das Vieh einfach mal Vieh sein zu lassen. Und die beiden im Haus werde ich ja versuchen tot zu machen. Okay. Denke ich mal. Oh. Ja, Dietrich. Mensch, Gecko, ich habe Dietrich gefunden. Ja, ist ja nice. So, das ist doch mal ganz schön. Jetzt haben wir 2 Dietrich, ja? Ja, kannst du gleich mal auf der Karte schauen. Das sind ja solche Schlosssymbole. Und das sind ja mehr oder weniger dann verschlossene... Das da, ne? Oder was ist das da? Nee, das ist unsere Kiste. Das ist der Safe-Raum, bevor es zum Keller geht. Da, zum Beispiel, da dieses Dietrich-Symbol. Das da? Ja. Okay. Eingangshalle. Wo genau ist denn das, wenn ich hier reingehe? Eingangshalle direkt rechts, links rein. Links rein. Und dann, okay. Ja, kann ich ja mal versuchen. Ja. Dann laufen wir da erstmal hin. Genau. Ich hatte auch mal irgendwie was gehört. Mal gucken. Hier irgendwas. Ich habe irgendwas gelesen, mal wegen einem Reparatursatz von einer Pistole oder so, aber im Prinzip kann es uns ja sehr egal sein. Weil wir haben ja eine funktionierende Pistole. So, dann laufen unsere Freunde draußen rum. Nein. Hier ist keiner. Das war hier, ne? Genau, dann da direkt rein. Einmal durch rechts. Ach, genau. Hier im Schlotterraum da. Genau, das ist, glaube ich, auch der Raum, von dem ich hier gerade offline sogar erzählt habe. Okay. Dann hört ihr wieder schön Geschmatze und Genopse. Und da ist dieser Werkzeugkasten. Genau. Vielleicht habe ich auch hier die Münze genommen oder so. Hier hätte ich nämlich eine gesehen, also in einem Video, aber kann auch sein, dass wir sie mitgenommen haben. So, schön aufmachen, was haben wir hier drin, Feines? Flintenmunition! Ja. Ich glaube, das können wir auch sehr gut gebrauchen, das muss ich ehrlich sagen. Ja. Kann aber direkt nachladen, der Kollege. So. So, und hier unten war nichts mehr, da kannst du eigentlich ist wirklich direkt... keine Münze gewesen? Das ist dieser scheiß Aschenbecher. Aber kann auch sein, dass wir sie mitgenommen haben und ich mich noch nicht daran erinnert habe. Ja, müssen wir eigentlich. Wir haben ja hier in dem Raum da Feuer diese komischen Pillen genommen. Ach, okay, ja, stimmt. Und dann müssen sie theoretisch dann gesehen haben. So, danach hier ist wieder Zeus beim Kacken. Hier kann man es wieder markant erkennen. Der schreibt gerade seine Memoiren. Ja. Der, das ist wahrscheinlich einfach so seine Quelle der Inspiration. So, dann können wir jetzt ins Haupthaus. Also hier. So, jetzt kann ich nochmal so mit gezielten Schüssen diese Viecher da zu richten. Genau, kommt doch mal runter, Kollegen. I've got something for you. Dann habe ich mit dem ersten Mal eigentlich auch den Kopf getroffen, oder? Ja. Naja. Komm her, du Schweinegesicht. Ich glaube, wenn die weg sind, haben wir es trotzdem einfach deutlich einfacher. Haben wir auf jeden Fall unsere Ruhe erstmal. Ja, genau, weil wir müssen ja diesen Raum dann noch komplett aufmachen und so. Aber egal, jetzt gehen wir erstmal wieder zu Lukas. Das war hier, sagst du, ne? Ja. So. Kann ich hier nochmal kurz gucken. Und dann links direkt, ne? Das
War direkt hier? Ja, das Kinderzimmer. Okay. Schon mach nochmal die Karte auf. Ja. Gibt es hier oben noch irgendwas, was wir mit Dietrich öffnen können? Nee. Kann ich hier vielleicht einfach eine Etage? Ja, genau, das ist einfach Lukas, da ist. Genau. Nö. Oder was? Oder was war da? Nee, das ist nee, auch das Safe-Raum. Genau, das ganz am Anfang hier haben wir echt sonst nichts mehr zum Öffnen mit den Dietrichen. Da kommt bestimmt noch was. Mir wäre so gewesen, als wären wir schon an einigen Sachen mal vorbei. Ja. Deswegen gucke ich nur gerade mal kurz. Da sind wir jetzt gerade hier. Da. Und das ist ganz unten. Nö, anscheinend nicht, ne? Nö. Das ist doch gut. Das ist doch schon mal fein. Aber ich wäre mir gerade eben sicher gewesen, dass ich diese Viecher wirklich ins Gesicht getroffen habe. Ich habe eigentlich gehofft, dann. Das haben wir schon alles gelesen, richtig? Ja. Ja, muss ich eigentlich noch hoch. Hier haben wir ja schon mal eine Münze gefunden in dem Raum, nee, ne? Keine Ahnung. Aber es fehlt immer mal noch zwei Münzen. Mal so ein Bobblehead. Mhm. Ist ja everywhere oder sowas. Ja. Exekutiert. So, ich gucke hier nochmal gerade so ein bisschen. Vielleicht ist hier irgendwie nicht so eine Sofa-Pizza, sondern einfach eine Sofa-Münze. Weil. Wir brauchen ja nur noch zwei Stück, um uns die Magnum zu holen. Genau. Komm, nimmst die Flintenattrappe mit, ich tausche sie ein. Ich will auf jeden Fall erstmal dieses wichtige Ding da mitnehmen, da hinten. Einmal das da. Zugangskarte blau. Judgment. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Ja, und ich glaube auch, was ihr Urteil ist. Ja. Tod durch Snoo-Snoo. So, hier. Warte, war das? Nö. Okay, mir wäre gerade so gewesen, dass da was angezeigt wurde. Hier scheint auch nichts zu sein. Noch einmal kurz an den Regalen vorbei. So, na, weitermachen, Mädel. So. Sofa-mäßig ist ja auch alles safe. Da ist nichts. Hier kann ich nichts. Oh, was war das gerade? Ach, dahinter. Ja. Das Plakat, was ist das hier nochmal? Ach, der Renovierungsauftrag. Flintenattrappe einfach mal eingesteckt. Genau, damit können wir jetzt eigentlich praktisch unten in den Eingangsraum, und Eingangsbereich die, wieder und die kaputte Flinte mit der Attrappe tauschen. Und vielleicht bekommen wir ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, die kaputte Flinte dann zu reparieren. Mhm. So. Ich will hier einfach einmal ganz kurz gucken nach Münzen. Irgendwie, wo was übersehen wurde von uns. Haben wir hier was drin? Nee. Nö. Schade. Können wir ja nochmal nachgucken. Eben haben wir gesehen, war auch nützlich, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Hier unter auch nichts. Aufmachen kann ich das auch nicht. Hier ist nur ein Ball. Ich weiß gar nicht, warum den einfach anklicken kann, aber naja. Haben wir ein Messer drauf? Ein Ball? Ja. Hört sich mal so gut an, Alter. Wenn ich mit dem Messer schlage, dann klinge ich genauso. Hier ist ja auch nichts rausgefallen oder so. Das kann man sich nur angucken. Mhm. Ja, genau. Und da einer da hinten war ja dann irgendwie der Schalter zu seinem Dachboden, an dem Oliver, auf dem Oliver verrottet ist. Das ist nur sein Büchlein. Dann würde ich sagen, Inventar ist voll. Ja, gehe ich jetzt auf jeden Fall, bevor ich zu den Schlafzimmer der Eltern gehe, gehe ich jetzt erstmal wieder in den Wohnwagen. Beziehungsweise kannst du ja erst die Flinte tauschen und dann irgendwo. Ja, genau, klar. Ich bin auch am überlegen, wenn da draußen dieses tüpfende Vieh ist, laufe ich vorbei und lass mich wieder einmal schlagen oder versuche ich das auch einfach gezielt zu töten? Ja, kannst du ja am Boden Ton drum machen. Ja, das letzte Mal eigentlich nur direkt dran vorbeigelaufen, weil es halt das erste Mal da irgendwie gespawnt ist. Ach, kann man nicht einfach so direkt wechseln, ja. Na, ja. Was hätten wir denn? Das sollten wir alles mitnehmen. Ja, dann legen wir erstmal die Attrappe da ab. Wir können sowieso jetzt mit der kaputten Flinte nichts anfangen. Und falls wir dann wirklich mal einen Reparaturkit finden sollen, können wir es ja dann im Nachhinein nochmal austauschen. Ja. Ist hier mit eigentlich irgendwas? Kann ich die Engelstarter vielleicht so ein bisschen knechten? Na, nicht so, wie ich es gedacht habe. Machen musst. Naja, also, ja. Das haben meine Eltern auch schon damals immer gesagt. Okay, hier ist auch nichts drauf. Dann einmal wieder da rein. Na, wo ist der hässliche Kollege? Hat keine Lust. Ja, wohl in den Urlaub gefahren. Ja.
Alles so schön. So, das kann weg. Die kann da auch erstmal rein. Ja. Den Arm kannst du eigentlich auch erstmal da reinpacken, ne? So. Das andere lasse ich, behalte ich. Ja. Ja, den Schlüssel kannst du, ja, den Schlüssel brauchen wir jetzt gleich. Genau. So, wir sollten auch wieder ein paar Feller frei haben, 4 Stück. Ja, ja. Und dann geht es jetzt erstmal zum Schlafzimmer der Eltern. So. Dachte ich noch irgendwas? Naja, Mensch. Mehrmals geschaut. Ja, wir haben den Dietrich ja auch nicht gefunden, der da drin war. So. Die Viecher sind jetzt tot. Von denen kommt keine Bedrohung mehr. Und jetzt sehen wir gleich Papa Baker und Margaret Baker, wie sie schmutzige Sachen im Bett machen. Dann muss ich kotzen das Spiel aus. Ja, die Japaner stehen auch sowas. Nennt sich dann Genki Genki oder sowas? Ja, ich weiß nicht, aber ich bin kein Japaner. Zumindest war ich bis vor kurzem noch nicht. Und ich stehe auch nicht auf Genki Genki, Alter. Da. So, dann rein in die gute Stube. Oma! Oma hat auch schon gespannert, ja? Ich kann nicht auf Oma zielen. Guck mal, da ist irgendwas unterm Bett. Ah, ein Schluck auf Oma. Ich traue dir nicht. Warum darf man die eigentlich nicht abknallen? Sag mal, also... Warum darf ich die Oma nicht abknallen? Und ich wette, die beißt mir gleich irgendwie in den Nacken oder so, oder schiebt mir den Finger in den Po. Ein bisschen Brennstoff. Was für die Oma? Okay. Kannst du auch in die Hand geben und dann drauf schießen. Ja, das wäre eigentlich schön. Die ist garantiert die übelste von allen. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Aha. Ach so, muss man hier ein Rätsel oder sowas? Muss ich gucken, wie spät es ist und dann die Uhr aufdrehen? Sieht so aus, ja. Okay. Ah. Dann mal gucken, ob hier irgendwas ist. Also da unter dem Bett ist auf jeden Fall was. Ja, es wird bestimmt freigeschaltet, wenn du die Uhr dann richtig stellst. Ey, die Oma, ne? Die geht gar nicht. Oh, ist denn dahinter hin? Abstellraum. Ja, da kann ich die Oma reinschieben. So, Kannst du aufmachen? Drin haben wir... Ein Dietrich. Ich kann der Oma noch was zu essen geben, oder? Ja. Ich wette, das Spiel, das baut auch da drauf. Weißt du, die Oma macht einem nie was, die Oma macht einem nie was. Da denkt man auch, hier sitzt nur die Oma an der Seite. Die macht einem schon nichts. Man geht dann einfach in die Kiste. Da ist Munition unter dem Sofa. Ich weiß. Du willst sie haben. Oma, was ist eigentlich los mit dir? Jetzt streiche ich bestimmt gleich meinen Kopf. Ja, so. Proud. Oma, Alter. Das ist der Baker, wa? Ja. April 1980. Jack joins the Marines. Okay. Genau dieselbe Uhrzeit wie alle anderen Uhren. Geh erstmal in den Abstellraum. Ja. Kann ich die Oma da reinschieben, Mann? Was ist eigentlich los mit der? Das ist alt. Das ist eine alte, knöchige Frau. Oh, das ist aber ein sehr schöner Raum. Mach doch mal zu hier. So. Foto. Schatzfoto. Das müssen wir uns, glaube ich, gleich nochmal angucken. Ja. Jetzt so spontan nicht erkannt, was das ist oder wo das ist. War, glaube ich, im Keller. Waren so ein Gitterkäfig. Hätte ich jetzt auch gedacht. Da waren. Was haben wir hier? Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Nice. Das ist kein Kinderzimmer, oder? Oh. Ne, Main Home. Main House. Das ist der Granatwerfer, ist das. Guck, das ist der Elch, bei dem wir waren, und das ist das Rabensymbol. Das ist der Granatwerfer, den wir schon haben. Ah, okay. Ja, den haben wir ja schon. Kinderzeichnung sind eben gut zu erkennen. Ja, Sacrifice hat da ihre Probleme mit, Kinderzeichnung zu erkennen. Hat man ganz markant gesehen in der Einfolge. Zu wenig Fantasie, die gute Frau. Hier ist nichts. Ja.
Den Rucksack kannst du da noch irgendwie. Stimmt, da. Können wir den vielleicht auch wieder mitnehmen? Ja. Oh. Nice. Das ist natürlich schön. Nice. Schick, schick, schick. Noch mehr Rucksack. Das ist ja so vollgestellt. Ich wette, hier haben wir irgendwas noch. Irgendwas Kleines? Irgendwo? Nee, ich glaube, das war's. Okay, dann bleibt uns noch herauszufinden, auf welche Uhr wir denn, auf welche Zeit wir denn drehen sollen. Ja, wenn es alle anderen sind, kannst du ja mal in den Eingangsbereich gehen. Ja, ich habe halt doch Standuhr ist oder sowas. Nicht so weit latschen muss, aber hier auch mal hast du was zu naschen, sollst ja auch nicht leben wie so ein Hund. Mm, vom Feinsten. Viel Eiweiß, viel Eiweiß. Schöne Bilder hier. Von innen aufgehängten Typen. Ist so. Ja. Unten ist bestimmt irgendwo eine Uhr. Wieso? Wie spät haben wir es denn? Da, oder? Ja. Es ist 21:45. Viertel nach zehn. Ist wie würden die Ossis sagen? Dreiviertel elf? Ach, hör auf. Ich weiß es auch nicht. Es ist 21:45. Und der Menscheneinheit. Ja, genau. 10:15, 21:45, aber nicht irgendwie dreiviertel sonst was. Hallo Oma. Ich drehe hier nur an der Uhr rum. Okay. Die Eier sind fertig, Oma. Will ich da eigentlich runter? Wo geht's denn da runter? Ja. Ja, okay. Ja. Oma, bleib da. Bitte. Komm nicht mit, Oma. Was? Du sollst da runter. Ja, immerhin kann Oma nicht nachkommen. Glaubst du? Ja, die steht ja schon gleich irgendwo. Nach der Karte irgendwas? Nö. Okay. Hidden Secret Secret. Hidden Secret Secret, okay. Hier in dem Hidden Secret Secret müssten wir dann jetzt zwei Teile Zugangskarte wo finden, ne? Ist aber auf jeden Fall keine Deutschen gebaut hier. Nee, das hast du schon beim ersten Mal gesehen, wie leicht der Jack Baker durch die Wand gebrochen ist, als er dich verfolgt hat. Wurde ja nicht zwischendurch schon einmal gespeichert. Nicht, dass falls ich jetzt irgendwie sterbe und wir müssen dann nochmal so dämlich laufen, das wäre echt mega kacke. Nö, aber. Oh mein Gott! Moderne Kunst war was? Origami, Alter. Ist ja richtig lecker, oder? Schon gut. Und irgendwas ist hier auch. Da liegt was. Das ist mit den Leuten nicht richtig. Hier ist nichts. Ja, dem wachsen Pilze im Kopf. Mehr. Was ist das eigentlich? Pferdi, Alter? Oder? Das ist ein Kuh. Eine schöne alte Kuh. Schöne alte Kuh. Schöne alte Kuh. Noch eine Zugangskarte, ja. Wollen wir wetten, so wenn wir diese Zugangskarte nehmen, dann passiert irgendeine Scheiße. Verbesserte Pistolenmunition. Ja, das können wir doch gebrauchen. Wenn wir schon verbesserte Pistolenmunition finden, Gecko, dann kannst du dir sicher sein. Nimm die Karte mal noch nicht auf. Nee, ich würde gerne, glaube ich, das Heilmittel benutzen, muss ich sagen. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Deswegen, welche Taste war jetzt nochmal Heilmittel? C? Nee, nicht. Ah, nee, hier, okay, ja. Hier, Maustaste, irgendwas. Danke. Maustaste 5. Das haben wir ja umgestellt. So, genau. Die Kiste werde ich noch nicht aufnehmen. Einmal ein bisschen umschauen. Lecker. Was auch immer das genau darstellen soll. Willst du das böse Geister abhalten? Hier mache ich einmal zu. So. So, was haben wir denn da hinten in der Bäh, Alter. Und die schlafen da drüber im Prinzip. So, haben wir hier noch was? Da ist die Karte da hinten. Die Karte. Hier. Hast du gehört? Ja, auf der anderen Seite der Tür ist. Hm. Ein kleiner Freund. Ich glaube auch. Entriegelt, aha. Ah, ist der Keller. Ah, ist der Keller. Stimmt, ja. Okay. Kann ich
zumachen, ja. Im Keller, meintest du, war der Schatzfoto. Ja, ne? Ich glaube schon. Aber soll ich vielleicht erstmal die Zugangskarte nehmen, hochlaufen, dann vielleicht speichern und danach dann nochmal gucken? Ja. Im Keller, besser, ne? Das ist. Aber wir müssen wahrscheinlich sowieso durch den Keller zurück. Sowieso durch den Keller, ja. Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier wieder rauskomme, oder? Kannst du mal versuchen. Laufen. Ist Oma eigentlich noch da? Oma ist noch da. Oma ist noch da. Oma, Viertel nach 10. Codewort. Mal eingeben. Ja. Ich will eigentlich auch nicht im Keller jetzt viel Munition verballern, muss ich sagen. Ja, dann lauf einfach durch. Dopp, dopp, dopp. Einmal hier bitte anmachen, genau. Wo muss ich denn dann hin? Ich kann entweder erste rechts und da lang hoch. Dann lauft direkt die erste rechts. Erste rechts hier lang und dann da hoch, ne? Ja. Mhm. So. Komm mal her, meine Freunde. Das war links. Ja. Oh. Den muss ich richten. Stopp. Ja. Tschüss. Ja, der macht die Tür noch so langsam auf, ne? Ja. Der ist sich der Bedrohungslage irgendwie gar nicht bewusst. Aber den Safe auch. Ein ganzer Fickzoo läuft da hinter mir her, Alter. Genau, machen wir zu da. Der Typ ist echt der Geiz, Alter. Der läuft hier durch den Raum. Och, da ist da gerade so ein fetter Wichser hinter mir und zwei vor mir. Aber nein. Der Arzt hat gesagt, ich darf nicht so schnell laufen. Gut, dann speichere ich einmal hier. Ich sehe auch, wir sind am Ende der Folge. Aber das passt ja gerade ganz gut von der Zeit her. Soll ich hier stehen bleiben oder soll ich noch eben zum... Nee, dann bleib ich stehen. Willst du dann gleich in der nächsten Folge nach dem Schatz gucken? Genau. Okay, ja, ich habe hier einmal gespeichert. Ja, gut. Alles klar, dann packe ich dir aber nochmal die Karte hier rein erstmal. Das Kraut kannst du loswerden oder soll ich dir schon was herstellen? Heilmittel? Nee, pack rein. Okay. Alles gut. Die Munition nehmen wir mit. Ich mit normalem Kraut. Können wir machen. Du meinst mit normaler Chemikalie, das, ne? Das Foto lass erstmal drin. Ja, ich wollte gucken, wie kann man sich nochmal angucken. Ist das das hier? Musst du, glaube ich, außerhalb der Kiste machen. Ah, okay. Weil ich wollte ja schon nochmal prüfen. Ich glaube auch, dass das der Keller war. Wo ist denn? Ist das der Keller? Sieht aus wie der Keller. Oder? Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Ist halt, da war diese. Ja, es ist oben so. Oben dieser Holzbalken und dahinter ist irgendeine Folie. Wo ist das, Alter? Naja, das werden wir sicherlich in der nächsten Folge rausfinden. Wir machen hier jetzt einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer bedanken wir uns natürlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffen, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und dann bis auf bald.